So, da habe ich endlich mal mein Würfelklammbogen. Ja, nach langer Zeit endlich diesen Bogen wieder gefunden, denn ich wollte euch halt wirklich zeigen, was man mit den Bögen alles so anstellen kann. Und hier seht ihr, ihr könnt den Urzeitflammenbogen herstellen, indem ihr den Bogen habt, den ich gerade habe, und einen Benzinkanister, den habe ich gerade auch, weil ich die andere Aufgabe gemacht habe. Dann könnt ihr den Urzeitflammenbogen herstellen, wenn ihr euch diese Glühwürmchen einsammelt. Dann könnt ihr den Urzeitstinkbogen herstellen, indem ihr die Fische angelt. Und des Weiteren könnt ihr noch einen Stinkbogen herstellen, indem ihr die Frösche tötet und deren Sekret benutzt. Also wenn ihr die Frösche getötet habt, lassen die was fallen, das aufheben und so könnt ihr diesen herstellen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit weiterhelfen, denn mit den Bögen, das weiß halt wirklich nicht jeder und man bekommt manchmal einfach Feuerschaden, manchmal brennt irgendwo gefühlt eine ganze Stadt. Also das ist echt Wahnsinn, was alles damit zu machen ist. Aber in der normalen Runde ist es natürlich auch Glück, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, da alles zusammenzubekommen. Aber so seht ihr nochmal mit R1, wenn ihr einen Tankkanister habt, kriegt ihr den Flammenbogen. Dann könnt ihr den noch herstellen mit den Glühwürmchen oder halt den Stinkbogen mit den Fischen oder den Gegenständen oder mit dem von den Fröschen gedroppten Gegenstand. Ich hoffe, ich konnte halt wie gesagt dem einen oder anderen weiterhelfen. Gerne ein Like da lassen. Wenn du mehr sehen willst, gerne ein Abo da lassen. Aufgaben setze ich mich jetzt immer mehr dran, dass wir langsam alle zusammen haben. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß mit dem Bogen und haut rein.